Was meint ein Thermodynamiker, wenn er von Systemen, Zustandsgrößen, Prozessgrößen und Ähnlichem spricht? Wie sieht ein Thermodynamiker die Welt? Genau darum soll es heute gehen. Hallo und herzlich willkommen zu Basiswissen Physikalische Chemie. Heute geht es um Systeme und Prozesse, also um die Frage, wie ein Thermodynamiker die Welt sieht. Wasserstoff und Sauerstoff reagieren zu Wasser. Die bekannte Knallgasreaktion wird von einem Chemiker in dieser Art und Weise formuliert. Das reicht in der physikalischen Chemie längst nicht aus, denn in der physikalischen Chemie geht es darum, Prozesse eindeutig mit Zahlen zu beschreiben. Bedeutet, wir haben am Ende des Tages einen Wust von Zahlen, der genau diesen Prozess hier beschreibt. Und wir werden jetzt nach und nach diese Zahlen kennenlernen. Starten wir mit den Edukten. 2 Mol Wasserstoff, 1 Mol Sauerstoff. Die sind in einem Behälter und dieser Behälter wird von der physikalischen Chemie als System bezeichnet. Ein System ist ein begrenzter Bereich des Universums, abgegrenzt durch Grenzen von der Umgebung. Unser System hier muss nun beschrieben werden, und zwar vollständig beschrieben werden. Wir können die Masse angeben, das sind in dem Fall 36 Gramm, wir können das Volumen angeben, etc. Es gibt sehr viele Größen, physikalische Größen, die die Eigenschaften des Systems beschreiben und das nennen wir Zustandsgrößen. Viele dieser Zustandsgrößen sind bekannt, Temperatur, Druck aus dem täglichen Leben. Die Thermodynamik fügt eine Reihe von weiteren Zustandsgrößen, weiteren Eigenschaften hinzu aus praktischen Gründen. Zum Beispiel H, S und G, Enthalpie, Entropie, freie Enthalpie. Warum diese Energiegrößen so wichtig sind, da kommen wir später dazu. Es sind aber Eigenschaften des Systems, so wie jede andere Eigenschaft auch. Frage, wie viele Zahlen brauchen wir denn, um unser System eindeutig zu beschreiben? Und da hat Mr. Gibbs, einer der ganz Großen der Thermodynamik, eine Regel aufgestellt, eigentlich ist es ein Gesetz. Das einfachste Gesetz der Thermodynamik, F gleich C minus P plus 2, das ist die Gibbsche Phasenregel. Gibbs sagt, wenn ich C Komponenten habe und P Phasen, brauche ich F Größen, um das System zu beschreiben. Hier habe ich zum Beispiel 2 Komponenten mit Wasserstoff und Sauerstoff, 2 unterschiedliche Teilchenarten. Ich habe eine Phase, einen homogenen Bereich, nämlich eine Gasphase. Bedeutet, F ist gleich 3. Ich brauche 3 Angaben, um das System eindeutig zu beschreiben. Nicht weniger und nicht mehr. Ich kann mir die 3 Angaben aussuchen, zum Beispiel Temperatur, Druck und Angabe der Zusammensetzung. Das Produkt Wasser, auch wieder ein System, ist nur aus einer Komponente bestehend, nämlich H2O-Molekül. Es ist nur eine Phase, nämlich flüssig, das heißt, wir brauchen hier nur 2 Angaben. Zum Beispiel Temperatur und Druck reichen aus, um einen reinen Stoff, so wie Wasser, eindeutig zu quantifizieren. Alle anderen Zustandsgrößen, alle Eigenschaften stellen sich dann automatisch ein. Ich habe nur 2 Größen, die ich frei wählen kann, darum Freiheitsgrade. Ich habe hier das PVT-Zustandsdiagramm nochmal als 3D-Modell aufgebaut. Es soll uns ein Leitfaden sein durch einen Großteil dieser Vorlesungsreihe. Zurück zu unserer Knallgasreaktion. Wir haben jetzt unsere Edukte beschrieben, thermodynamisch, und unser Produkt auch beschrieben mit Zustandsgrößen. P, D. Und jetzt beschreiben wir den Prozess von Anfangszustand zu Endzustand. Ein Prozess ist immer eine Zustandsänderung, in dem Fall eine chemische Zustandsänderung, und wird beschrieben durch ein Delta. Delta Z heißt Änderung der Zustandsgröße von Z final minus, von Z initial auf Z final. Und ist immer definiert als Zf minus Zi. Zum Beispiel ist das Delta P, P final minus P initial, oder Delta T. Natürlich kann eine Zustandsgröße auch konstant bleiben. Zum Beispiel bleibt der Druck konstant, dann haben wir isobaren Prozess, Pf gleich Pi, dann ist Delta P gleich 0 und Delta T kann zum Beispiel auch gleich 0 sein. Betrachten wir mal diese neuen Zustandsgrößen, nämlich die Enthalpie.
Die Enthalpie ist ein Maß dafür, wie viel Energie in dem System steckt. Und wenn wir uns die Tabellen, die in vielen Lehrbüchern aufgeführt sind, anschauen, dann haben sie also die Stoffe, die hier beteiligt sind, thermodynamisch beschrieben. Wasserstoff und Sauerstoff haben beide die Enthalpie 0. Und das heißt auch die Summe Enthalpie 0. Wasser hingegen ist deutlich energieärmer, minus 572 Kilojoule. Bei dem Prozess hier nimmt also die Energie ab. Es ist ein exothermer Prozess, wie man sagt. Das Delta H ist negativ. Die Reaktionsenthalpie, ein Maß dafür, wie sich die Energie bei einem Prozess ändert. In dem Fall minus 572. Wir können uns auch eine andere Größe anschauen, die etwas unanschaulicher ist, nämlich das Chaos, die Entropie. Auch hier gucken Sie sich in den Lehrbüchern an, wie die Entropien der wichtigsten Substanzen angegeben sind. Wir haben eine Entropie von 466 Joule pro Kelvin bei unserem Gas. Es ist recht hohe Entropie, weil Gase sind halt nun mal chaotisch. Wasser hingegen mit 140 ist deutlich geordneter, bedeutet die Entropie nimmt bei dem Prozess ab. Ein exotroper Prozess. Das ist die thermodynamische Betrachtungsweise eines Prozesses. Das ist wichtig später, weil wir die Hauptsätze mit diesen Größen sehr gut anwenden können. Besonders wichtig ist die Größe G. G ist die freie Enthalpie, ist ein Maß für die Instabilität. Und auch hier wieder Tabellenwerte. Die Stabilität von Wasser, die Instabilität von Wasser, von Knallgas ist 0. Die von Wasser minus 474 bedeutet, Wasser ist viel stabiler als Knallgas. Die Instabilität geht nach unten, ist ein exergonischer Prozess. Delta G. Delta G sagt uns später auch was über die Affinität, über den Antrieb eines Prozesses. Die Knallgasreaktion hat einen Antrieb. Nochmal zusammengefasst, wenn wir einen Prozess thermodynamisch beschreiben, nehmen wir den Anfangszustand mit den ganzen Zustandsgrößen, den Endzustand mit den ganzen Zustandsgrößen und üblicherweise nehmen wir auch noch die wichtigen thermodynamischen Zustandsgrößen hinzu, wie Enthalpie, Entropie und freie Enthalpie. Wärme und Arbeit kennt man zwar aus dem Alltag, sind aber thermodynamisch ein bisschen anders. Wärme und Arbeit sind Formen des Energieaustausches zwischen System und Umgebung. Wir haben hier unser System. Wenn das System Arbeit aufnimmt, sieht das so aus. Dann hat die Arbeit einen positiven Betrag. W größer 0. Das gleiche kann auch mit der Wärme passieren. Wenn das System Wärme aufnimmt, hat das Wärme einen positiven Betrag. Man nennt diesen Prozess endotherm. Also umgekehrte, das System kann Arbeit abgeben, es kann Wärme abgeben und dann haben wir exotherme Prozesse. Wir erhitzen Wasser zum Beispiel von 25 Grad auf 75 Grad, wenn wir unseren Tee machen wollen, dann ist das ein Prozess, bei dem das System Energie aufnimmt. Es ist ein endothermer Prozess und wir können diese Wärme messen, indem wir diese bekannte Gleichung aus der Physik einsetzen, C mal Delta T. C ist die Wärmekapazität, Delta T ist die Temperaturdifferenz. Endtemperatur minus Anfangstemperatur. Sensible Wärme deshalb, weil diese Wärme ist direkt gekoppelt mit einer Temperaturänderung. Genauer müsste man sagen, das ist Integral C dt, denn C kann sich ja ändern. Aber vielleicht kennen Sie C auswendig von Wasser, das sind die 1,84 Joule pro Kelvin und Gramm. Und unser 8 Liter Wasser hat also 523 Joule pro Kelvin an Wärmekapazität. Damit können wir die sensible Wärme ausrechnen zu 25 Kilojoule, plus 25 Kilojoule. Wir brauchen 25 Kilojoule an Wärme, um ein 8 Liter Wasser von 20 auf 70 Grad zu erwärmen. Latente Wärme hingegen ist eine Wärme, die fließt, ohne dass sich die Temperatur ändert. Wenn wir zum Beispiel hier 1 Gramm Eis reingeben und Wärme zuführen, dann bleibt zunächst mal die Temperatur konstant.
Und zwar, wie ich in diesem Schaubild, wenn man den Schaubild sieht, sie bleibt so lange konstant die Temperatur, bis das Eis geschmolzen ist. Man braucht 333 Joule pro Gramm Eis, um es komplett zu schmelzen. Das ist eine latente Wärme, die Schmelzwärme. Dann bei weiterer Temperaturzufuhr nimmt die Temperatur, die Wärmezufuhr nimmt die Temperatur zu auf 100 Grad. Da haben wir wieder die Formel für die sensible Wärme. Dann haben wir die latente Wärme der Verdampfung und dann die sensible Wärme der Erwärmung des Wasserdampfes. Die Wärmequalität von Wasser und Eis und Wasserdampf sollten Sie auswendig können. Von Wasser ziemlich groß, über 4 Joule pro Gramm und Kelvin. Die von Eis und von gasförmigem Wasser nur etwa die Hälfte. Arbeit haben wir hier ja auch zumindest im Wasserkocher verrichtet, nämlich elektrische Arbeit. Arbeit ist Kraft mal Weg, das kennen Sie aus der Physik. Und beim elektrischen Stromkreis ist die Arbeit U mal I mal T. Stromstärke mal Spannung, Spannung mal Stromstärke mal Zeit. Genauer gesagt U mal TQ, weil sich ja die Spannung ändern kann. Nehmen wir an, Sie laden Ihr Smartphone auf mit dem USB, über den USB-Anschluss Ihres Computers. Sie haben dann 5 Volt. Sie haben 1 Ampere, der fließt, das fließt vielleicht 3 Stunden lang. Dann hätten Sie 54 Kilojoule an Arbeit auf den Akku des Handys übertragen. Plus 54 Kilojoule. Sie sehen, es entspricht etwa 2 Tassen Tee. In der Thermodynamik ist vor allem die Volumenarbeit wichtig. Immer dann, wenn das Volumen eines Systems sich verändert, kleiner wird oder größer wird, ist Arbeit im Spiel. Das habe ich hier veranschaulicht. Sie haben eine Kraft, die von der Atmosphäre geleistet wird, oder eine Kraft, die von der Atmosphäre wirkt. Und wenn sich das Volumen verändert, haben wir auch noch einen Weg. Bedeutet, wir haben Kraft mal Weg. Und das ist eine Arbeit. Die Formel hierfür ist minus P mal Delta V. Bitte aufpassen mit dem Minus. Und eigentlich Integral minus Px mal dV, aber minus P Delta V. Es reicht hier aus. Wenn wir zum Beispiel unser Knallgas mit 75 Litern zu Wasser reagieren lassen, mit 36 Millilitern, haben wir ein Delta V von minus 75. Wir haben einen Außendruck von 100 Kilopascal. Bedeutet, wir haben eine Volumenarbeit von plus 7,4. Die Atmosphäre leistet am Knallgas sozusagen Gratisarbeit 7,4 Kilojoule. Ja, fassen wir das Ganze mal zusammen. Wir hatten die Zustandsgrößen von Anfangs- und Endzustand definiert. Und dann hatten wir Arbeit und Wärme noch definiert. Wichtig ist, dass die Arbeit und die Wärme vom Weg abhängen. Die Größen, die hier stehen unten, sind immer gleich, egal was für einen Weg wir haben. Ob wir das Knallgas direkt entzünden, ob wir es langsam in der Brennstoffzelle reagieren lassen, Zahlen hier unten stimmen immer. Hingegen die Zahlen für Arbeit und Wärme sind unterschiedlich, können unterschiedlich sein. Gut, die Volumenarbeit ist immer 7,4 Kilojoule, weil wir ja von 75 Litern fast auf Null gehen. Aber wenn ich die Knallgasreaktion direkt spontan durchführe in einem Knallgasgebläsebrenner, habe ich keine weitere Arbeit, W, Use, Nutzarbeit ist gleich 0, aber ich habe jede Menge Wärme, nämlich 572 Kilojoule. Dafür ist ja ein Knallgasbrenner gemacht, damit viel Wärme entsteht. Wenn ich das Ganze in der Brennstoffzelle mache, dann habe ich auch wieder dieselbe Volumenarbeit, aber sehr viel elektrische Arbeit, nämlich 474 Kilojoule und entsprechend weniger Wärme, nämlich nur noch 98 Kilojoule. Wegabhängig. Darum muss ich bei diesen Größen W und Q immer einen Index dabei stehen haben, der uns den Weg spezifiziert. Damit sind wir schon am Ende der ersten Einheit. Wir haben gelernt, ein Thermodynamiker betrachtet Systeme, abgeschlossene Bereiche im Universum, beschreibt deren Zustand mit Zustandsgrößen und erfindet auch neue Zustandsgrößen.
Energie, Entropie, freie Enthalpie. Und die Änderung von diesen Zuständen, den nennt der Thermodynamiker Prozess, die wird beschrieben durch Delta-Größen, Delta P, Delta T und so weiter, und durch Prozessgrößen, Wärme und Arbeit, die wegabhängig sind. Man muss immer den Weg dann dazu angeben. Wir haben auch noch ein paar Formeln kennengelernt, zum Beispiel die Gibbsche Phasenregel, die Gleichung zur Berechnung der sensiblen Wärme und die Gleichung zur Berechnung der elektrischen und der Volumenarbeit. Mehr Informationen hierzu wie immer in den Büchern, in den ausführlicheren Videos oder in der Vorlesung. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ja.